Hallöchen, meine Damen und Herren. Wie vielleicht manche von euch wissen, sind die Volvos aktuell gerade im Urlaub für noch 5, 6, 7 Tage und dann geht's zurück und dann soll reingekloppt werden. Doch was wird dann eigentlich gekloppt? Welche Prioritäten hat Wolf aktuell eigentlich auf dem Tisch? Was wollen sie zuallererst machen? Schnallt euch mal an. Hm? Naja, er hilft den Leuten. Und er hilft den Leuten. Hierzu gibt es zum Glück ein wenig Einsicht, denn die Jungs vom Talking Counter Podcast, vielleicht kennen die ein paar von euch, haben mit den Wolf-Leuten auf der Afterparty vom Major sprechen können. Und dabei haben sie Folgendes erfahren. The anti-cheat is their number one priority at the moment. That's also the impression that I got. And I can't go deeper than that, because they can't go deeper than that, because it's anti-cheat and it's extremely secretive. But the anti-cheat is obviously a very high priority for them. Wenn man also den Jungs von Talking Counter glauben darf, ist das Anti-Cheat die number one Priority aktuell bei den Volvos. Ich denke, das ist auch irgendwie logisch. Die meisten werden hier sitzen und sagen, ja klar, was sonst, Skins oder was? Natürlich möchte man als Spieleentwickler, dass das eigene Spiel nicht komplett zerdudelt wird von irgendwelchen Affen. Und dagegen wollen sie sicherlich, ganz klar, ja, halt vorgehen. Wie das Ganze vonstatten gehen soll, da ist sich die gesamte Community nicht wirklich einig. Viele sagen natürlich, also kurz und knapp, ein besseres Anti-Cheat. Ich meine, es gibt kein Anti-Cheat, das alle Cheater fernhält. Es sind immer welche, die durchkommen. Andere sagen, wir wollen, dass das Spiel mehr Geld kostet. Wiederum andere sagen, man soll sich irgendwie verifizieren. Und wenn man halt dann gebannt wird, dann ist es nicht mehr so leicht, sich auf ein neues verifizieren zu können. Das sind alles sicherlich ganz gute Ansätze. So wie wir Valve kennen oder kennengelernt haben, wissen wir, dass sie auf jeden Fall nichts machen wollen, was extrem tief in deine persönliche Geschichte reingreift. Also sie wollen nicht deinen PC komplett auf Kernel-Ebene durchforsten. Sie wollen nicht deine privaten Daten irgendwo ablegen, von wegen, kipp uns mal deinen Perso und dann legen wir das ab und bannen dich als Mensch, wenn du, ne, stinkst. Und auch die Sache mit dem Geld ist, glaube ich, nicht so einfach wie gedacht, beziehungsweise so wie es aktuell gefahren wird, ist die Idee ja gar nicht schlecht. Du hast ein kostenloses Spiel für alle, die Skins und machen wollen. Und die spielen wollen, die müssen sich, die sollten sich. Leute, bitte, holt euch Prime. Ihr müsst euch Prime kaufen. Ihr könnt nicht ohne Prime spielen und euch dann über Cheater beschweren. Das ist wirklich, also Prime ist so der allerniedrigste Punkt, wenn man an Schutz denkt. Und es ist so gut wie keiner. Aber es ist trotzdem besser als ohne. Man könnte natürlich Prime teurer machen, auf, was weiß ich, 20 oder 30 Euro. Aber natürlich kommt man nicht an einem soliden Anti-Cheat vorbei. Das ist wirklich das A und O, das muss einfach sein. Sie haben vor Jahren ihr KI-Anti-Cheat angekündigt und haben über die Zeit auch immer wieder Updates gefahren und Dinge gebracht, die dann wiederum kombiniert dafür sorgen sollten, dass ein Großteil der Cheater, vor allem halt die, die wirklich absolut dreist reinscheißen und alle, die so ein bisschen dreist sind, dass die schon mal weg sind. Und ich denke, alleine das würde schon für ein riesiges Aufatmen in der CS-Community sorgen. Wenn man es zum Beispiel so machen könnte, wie es bei Valorant gefahren wird. Dort ist die Cheater-Community gezwungen, durch das Anti-Cheat, so sanft reinzucheaten, also so legit reinzucheaten. Ich mag das Wort eigentlich nicht, legit-cheating, weil es zu Dingen verführt. Also es verführt halt stark dazu, dass einfach, dass jeder cheatet, also zumindest den Gedanken. Ein legit-Cheater kann jeder einzelne Spieler sein. Aber sie müssen so seicht cheaten, dass sie wie ein Smurf und nicht wie ein Cheater wirken. Oder halt wie jemand sehr gut ist. Und das alleine ist natürlich schon viel besser für dein eigenes Spiel als die Brummkreisel. Man sieht ja, wie gut es alleine von der Perception, also von der Wahrnehmung, bei Valorant klappt. Und genau das gleiche wäre natürlich für Counter-Strike sehr schön. Bezüglich der Quelle Talking Counter will ich nur kurz erwähnen, ich kenne die Jungs natürlich nicht privat. Ich weiß nicht, wie glaubhaft diese Quelle ist. Sie waren wohl auf dem Major dabei, sie waren auf der Afterparty mit dabei und haben das eben so gehört und so in ihrem Podcast erzählt. Natürlich kann man bezüglich Cheater auch noch an anderen Stellschrauben drehen. Ich habe mir vorhin zum Beispiel das Video von Mr. Maximan geschaut und er ist auch so ein Trust-Faktor-Verfechter, beziehungsweise spricht zumindest davon, dass er ab der Einführung des Trust-Faktors keine Cheater gehabt hat. Er hat gesagt, er hat jetzt sogar angeblich erst dieses Jahr im Januar wieder Cheater gehabt. Diese Cheater sind ihm auf 21.000 Elo oder sowas begegnet, wobei er an der Stelle auch sagt, dass es zumindest die ersten offensichtlichen waren. Durch diesen Begriff Legit Cheating könnte halt ja jeder ständig immer anhaben, jeder einzelne Spieler, und man merkt es gar nicht. Diesen Punkt gibt es eben auch, zwar nur in kleinen Teilen, weil Trust Factor nach wie vor für viele ein ausgegrauter Bereich ist. Viele wissen nicht, dass es ihn gibt, viele wissen nicht, wie er funktioniert und auch, wie man ihn eben dann zu seinem eigenen Vorteil nutzen kann. Darum finde ich es auch sehr, sehr angenehm, bei Mr. Maxim dann auch manchmal diese Aussage von ihm zu hören, dass das so ein tolles Update war und zumindest ihm halt stark dazu verholfen hat, dass er nicht mehr auf Cheater trifft. I remember before the Trust Factor days that it was actually a big deal, but with Trust Factor, which was introduced in 2017, and all of the several updates that it got, I was able to play matchmaking without a single worry of a cheater ruining my games. Diese Sorglosigkeit, von der er spricht, ist auch die, die ich eben
eben über die Jahre erlebt habe und nach wie vor erlebe. Ich kann einfach gemütlich vor mich hindödeln und es ist alles cool. Er beschreibt das Problem seit Januar, dass er ab dem Punkt, als er das erste Mal dann wirklich solche Dreherrische hatte, dass er sie ab dann immer wieder hatte oder immer wieder hat. Warum er vor Januar die ganze Zeit keine hatte, für 143 Spiele hat er, glaube ich, gesagt. Ich nehme an, damit hat er CS2 gemeint. Und ab Januar dann plötzlich welche hatte, weiß ich auch nicht genau. Denn bei mir zum Beispiel ist kein Unterschied von vor Januar und nach Januar zu erkennen. Außer an einem Tag im Januar war es, glaube ich, als halt dieses komische GeForce-Kack-Ding abging. Als so viele Leute gebannt wurden wegen dem GeForce-Treiber. Aber das war nur einen Tag lang, zumindest bei mir. Da habe ich auch dann die Drehvögel gehabt für ungefähr 24 Stunden, bis die Leute wieder alle entbannt waren auf meiner FL. Ja, warum es bei ihm seitdem, wie gesagt, plötzlich so schlecht läuft, weiß ich auch nicht. Mir fällt es aber, wie gesagt, immer mal wieder auf, wenn ich bei ihm reingucke, dass er den Trust-Faktor trotzdem halt noch so hochhebt. Das finde ich ganz angenehm, weil es halt eben nur ganz, ganz, ganz wenige Leute gibt, vor allem im Content-Creator-Bereich, die über dieses tatsächlich sehr nützliche Tool sprechen. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe mich wieder verplappert. Natürlich könnte man auch am Trust-Faktor halt noch weitere Updates fahren, damit der dann noch besser funktioniert. Und vor allem auch Leute, die ganz frisch angefangen haben und nur mal einen scheiß Steam-Account haben, irgendwie geschützt sind, aber trotzdem nicht die Cheater, die einen frischen Account machen. Wie man das macht, keine Ahnung. Da bin ich auch wie so ein typisches Kind, wie die Leute, die halt Anti-Cheat wollen. Man hockt da und schreit und will was, aber könnte natürlich selbst keine Lösung liefern. Trotzdem hätte man gern, dass es besser wird. Und bevor wir jetzt noch zu einer Auflösung von ein paar Giveaways kommen, die Frage an euch natürlich, was würdet ihr euch wünschen von Valve? Was sollen sie unternehmen, damit das Cheater-Problem beseitigt oder zumindest verbessert wird? Ach, wisst ihr was, wir hauen direkt noch ein Giveaway diesbezüglich raus. Wenn ihr die gerade gestellte Frage beantwortet, seid ihr automatisch mit bei diesem AK-47 Slate Giveaway dabei. Rein mit euch! Haut's in die Kommentare, dort lesen wir uns. So, dann kommen wir jetzt einmal zu den Giveaways. Zuallererst gab es für euch diese Mac 10 Silver im vorletzten Top 10, und zwar dem Top 10 Mac 10 Video. Das ist dieses wunderbar glänzende Teilchen hier. Ich habe hier wie immer schon alles vorbereitet und auch schon diese extrem schwierige Rechnung für euch ausgerechnet. Vielen lieben Dank für 54 Kommentare, ihr alten Gönner und Macher. Und man sollte, oh, ich weiß gar nicht, was man schreiben sollte. Wahrscheinlich, ob man die Mac 10 gern spielt. MP-Runden fast nur auf T-Side und dann nur die MP7 und das nur in der zweiten Runde, wenn die erste gewonnen wurde und das ganze Team mitzieht und nur MPs. Okay. Diplom-Chiller sieht gut aus. Moment, man soll sagen, ob man MPs gerne spielt oder auf andere Waffen zurückgreift. Diplom-Chiller, du hast somit das Giveaway gewonnen. Schreib mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte deiner Kanalbeschreibung, wie bereits geschehen, deinen Trade-Link hinzu. Vielen Dank. Und das nächste Giveaway war auch recht silber gehalten. Die Magnesium gibt es hier für euch zu snacken. In Städtrick sogar. Das war dieses WAG-Live-Video, in dem ich gefragt habe, ob es wohl plötzlich wieder aktiv ist. Vielen lieben Dank für 136 Kommentare. Und man sollte nur darauf antworten, ob man meine Videos eigentlich bis zum Ende schaut oder eher nicht. Ich schaue mir die meisten Videos komplett an. Immer schön, die Infos zu bekommen bezüglich WAG und CS allgemein. RebiTTV, vielen lieben Dank. Du weißt Bescheid, hier bitte einmal melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und wie auch bereits geschehen, den Trade-Link rein. Nice. Und zu guter Letzt gab es für euch noch diese Zombie-Offensive in FN zu snacken. Die gab es in diesem letzten Update-Video, das so ein bisschen merkwürdig war. Also nicht das Video, aber das Update. Hier auch wie immer alles vorbereitet. Let's go, ab in die Kommentare. Vielen lieben Dank für 140 Kommentare. Holy shit. Ein paar habe ich davon schon kommentiert. Ich bin generell jeden Tag jetzt dran und kommentiere so 10, 20, 30 Kommentare. Kommt immer drauf an, wie lang und breit die Kommentare natürlich sind. Ne? Mitunter sind da Wäscher dabei, da muss ich auf weiter anschauen, klicken oder öffnen oder wie auch immer und dann ist das eine riesen Wall of Text. Aber auch kürzere Kommentare sind natürlich dabei, die kann man dann schneller beantworten. Leider ist auch Faceit unangenehm voll mit Smurfs, Boosting-Lobbys und Cheatern. Das war, glaube ich, nicht gefragt. Lass mich kurz gucken. Man soll sagen, ob man lieber Premiere oder MM spielt. Ich muss kurz gucken. Ihr könnt ja ganz locker gewinnen, indem ihr hier Folgendes beantwortet. Spielst du im Moment, sofern du CS2 spielst, lieber Premiere oder Matchmaking? Ich höre über beides Gutes und Schlechtes. Wir spielen eigentlich ausschließlich Premiere, weil es Matchmaking ist. Das ist übrigens das erste Mal, glaube ich, überhaupt eine Antwort auf einen Kommentar. Der Hauptkommentar ist von Wombat. Spiele mittlerweile nur noch MM, um mir jede Woche den Drop-Up zu holen. Danach spiele ich ausschließlich Faceit, damit ich nicht andauernd umgecheatet werde. Darauf die Antwort hier von Kassasink. Leider ist auch Faceit, haben wir eben schon gelesen. Bombi antwortet, kenne ich gut aus CSGO. In CS2 habe ich da bislang aber zum Glück noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Okay. Aber leider passt das halt nicht zu der Frage, die man eigentlich beantworten sollte. Darum müssen wir leider jemand neuen ziehen und ich überlege, ob ich nicht aus den Kommentaren mal für euch irgendwie ein Video zusammenschnabulieren sollte, so mit einfach Kommentare beantworten mit einem Babbler und ich filme das einfach. MarkF9050, du bist somit der Gewinner aktuell nur MM, just for fun. Läuft, läuft, läuft. Marc, du hast mitbekommen, bitte einmal hier melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und bitte deinen Trade-Link hier in deine Kanalinfo. Vielen lieben Dank. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Ich lege euch hier am Ende noch diesen Podcast, diesen Talking Counter ans Herz. Ist ganz nett, da reinzulauschen und so ein bisschen hinter die Kulissen hören und naja, nicht wirklich schauen zu können, aber sich vorstellen
vorstellen zu können. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Denkt dran, dass es aktuell noch das große Knife-Giveaway gibt. Es geht um dieses Paracord-Knife. Das läuft nur noch diese Woche und mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn das Video am Freitag kommt, nur noch heute. Also rankommen und absahen, meine Damen und Herren. Dreimal die Woche gibt es die Streams, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt schön rein, dann könnt ihr rausschauen. Wir sehen uns, haut rein. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.